80 cm hoch, ne? Ach, die Lou, wie süß, meine Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mir so richtig gut. Ich erzähle euch gleich, was ich, was ich gemacht habe. Also wir fahren jetzt gleich zur Apotheke, beziehungsweise zum Sanitärhaus, also Apotheke, das ist beides. Rezept habe ich, habt ihr ja gestern mitbekommen, dass bei der normalen Apotheke, sag ich mal, haben wir die Bandage für den Nabelbruch nicht bekommen. Und heute, Mädels, geht es mir richtig gut. Seit Wochen geht es mir endlich gut mit dem Bauchnabel, mit dem Nabelbruch, so. Denn ich habe immer leichte Schmerzen gehabt. Und ich bin heute wach geworden. Ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen, muss ich erstmal sagen. Habe gestern Abend extra nicht so viel getrunken und werde nachts auch oft wach wegen dem Nabelbruch, wegen den Schmerzen. So, diese Nacht, ich habe komplett durchgeschlafen und habe aber was an. Und das hatte ich die ganze Nacht an. Gestern war ich mir ein bisschen unsicher. Ich dachte mir, das ist ein bisschen zu eng am Bauch. Der Bauch ist ja doch schon ziemlich groß für die 16. Woche. Und ich habe aber damit geschlafen. Ich zeige euch gleich, was ich anhabe. Muss sagen, mir geht es richtig gut. Ich werde da gleich trotzdem hinfahren. Also jetzt sofort. Carlos ist da. Und ich schaue mir das Ganze an. Und vielleicht haben die das ja auch vor Ort, dass man das schon mal anprobieren kann, um einfach zu schauen, wie fühlt sich das Ganze an. Fühlt sich das besser wie das, was ich jetzt gerade anhabe. Und ja, mal schauen. Genau, mit der Ärztin wollte ich ja gesprochen haben wegen der Bandage, aber den Termin habe ich ja jetzt noch nicht gehabt. Das muss ich jetzt, ja, in den nächsten Tagen bin ich ja da und da würde ich es auch nochmal ansprechen. Aber ich gehe jetzt hin, ich schaue mir das Ganze an, zeige euch vorher, was ich hier drunter anhabe und ich freue mich einfach. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur ein Tag war, sondern eine Nacht. Ich hoffe, dass das jetzt den ganzen Tag bleibt. Und vor allem auch morgen, wenn ich aufwache, dass das immer noch so ist. Das wäre wirklich wow. Weil ich fühle mich irgendwie wie neugeboren. Wirklich. Das ist also der Wahnsinn. Genau, ich gehe mit euch einmal rüber. Umkleideraum. Da habe ich ja den Spiegel, wo ich es euch am besten zeigen kann. Und dann fahren wir auch schon los. So, da bin ich. Meine Haare im Pulli, wie immer. Also, ich habe an ein, wie nennt man die? Kompressions-Top, ja, was man nach der Schwangerschaft anzieht. Diese habe ich bei Shein bestellt. Und vielleicht erinnert ihr euch, habe ich euch in einem Haul gezeigt. Drei Farben waren dabei. Und das ist ziemlich eng. Ich habe das jetzt über die Hose. Habe natürlich nicht mit der Hose geschlafen, sondern einfach nur... ich habe mit Unterwäsche geschlafen und das einfach dann drüber. Man sieht den Bauchnabel. Krass, obwohl ich so viel anhab. Zwei Sachen. Das ist auch relativ, ja, elastisch. Und, aber das muss es ja auch sein. Wollte eigentlich sagen, das ist gar nicht so dünn. Und das ist der Bauchnabel und der Bruch. Das hier sieht man es, ne? Dieses dicke Ding. Von der Seite, warte, Schatz, ich komme gleich. Schaut es so aus. Die Kugel sieht kleiner aus denn je. Das ist, weil das so eng ist. Und ich habe tatsächlich damit geschlafen. Ich komme sofort zu euch. Warum habt ihr meine Brillen an? Hier schaut aus. Ja, richtig gut. Das werde ich jetzt auch anlassen. Damit werde ich das hin. Und ich schaue mir das Ganze an und höre mal, was sie mir so zu erzählen hat. Wir sind zu Hause und sind gerade am Essen. Bei uns gibt es, sag mal schnell, Rosmarinkartoffeln mit Steak und Tzatziki. Ja, nimm dir, Schatz. Kinder essen das auch. Achso, das muss ich schneiden. Moment. Wir essen jetzt noch und dann erzähle ich euch gleich, wie es war. Wir waren da noch woanders und haben was gekauft. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich so
lange danach gesucht habe, zeige ich euch gleich. Wir haben zu Ende gegessen. Dreckigen gepflanzt. Oh! Was machst du mit mir? So sitze ich gar nicht gut. Und das Licht ist auch nicht gut. So ist das Licht, okay. Also die Frau, die Verkäuferin hat empfohlen, es nicht zu kaufen. Ne? Ach so, ja. Oder so gut wie, weil zum einen diese Bandage, die wächst nicht mit. Das heißt, du kannst diese nicht größer verstellen. Und hat eine Spanne von bis zu 10 cm. Und das ist ja so, wenn ich morgens aufwache, könnte man denken, man ist gar nicht schwanger. Der Bauch ist wirklich fast weg. Man sieht halt nur diesen Nabelbruch, den Knubbel, den Darm. Und so tagsüber, so bis hin zum Abend, am Abend ist der Bauch dann richtig groß, ne? Also ich wollte ja erstmal geschaut haben, ne? Wie sieht das aus? Wie ist denn das Tragegefühl? Hatten sie jetzt keine da? Sie hatten sowas Ähnliches da, so eine andere Bandage, jetzt nicht vom Nabelbruch. Aber ich kann gar nicht mir vorstellen, dass das überhaupt funktioniert. Nee. Auf jeden Fall, sie sagte auch, wie ich schon gesagt habe, dass ich halt gerne meine Frauenärztin gerne darüber sprechen würde. Aber die Verkäuferin hat gesagt, kann sich das halt nicht vorstellen. Klar, nach der Schwangerschaft, dann auf jeden Fall, aber dann muss ja sowieso wahrscheinlich eingegriffen werden. Ne? Also erstmal, ja, jetzt nicht bestellt. Und danach waren wir noch bei, wir waren gar nicht bei Roller, ich denke, wir waren bei Roller. Roller. Ach, Roller ist doch Roller. Doch, das ist Roller. Und warum hast du eben Poco gesagt? Nee, Roller ist das. Wir waren doch bei Roller. Ich bin total verwirrt. Roller ist das. Also, wir waren bei Roller. Ich habe ein bisschen vor Ort gefilmt und das zeige ich euch jetzt. Wir sind jetzt bei Roller und fahren jetzt erstmal nach oben, denn wir schauen nach Sitzkissen. Und wir haben gerade gefragt. Gehst du mit denen trippen? Ja, okay, bis gleich. Melina sitzt gerade auf so einem Kissen. Ich finde den nicht schlecht. Nur die Farben gefallen mir jetzt nicht so sehr. Und da bist du wieder. Ja, wir haben die Wand, ne, zum Anlehnen. Okay. Hey Lu, gefällt's dir? Aber die Farbe ist nicht so meins. Schaut mal die Lu. Aber so an sich. Luisa. Der ist vielleicht 80 cm hoch, ne? Ach, die Lu, ey. Wie süß, meine Maus. Ach, Giano. Oder? Ja? Auch die Farbe irgendwie, das hat was. Okay. Ist der gut, Kinder? Giano. Ich würde, glaube ich, den mitnehmen und diesen Flow schicken. Ich tue den mal daneben stellen. Ja, und dann zu Hause. Habe ich jetzt noch nicht gemessen, wollte ich ja jetzt machen. Ich gehe jetzt hoch. Ach so, stimmt, ja. Ne, für die Sitz. Die waren Säcke. 60 breit, ne? 60, aber wenn man sich draufsetzt, dann werden die ein bisschen beispielsweise. Sag mal 70. 65. Vielleicht 70. Und also, ja, von der 40, Tiefe 50. 90 und hoch, diese Rückenlehne. 95. Jetzt habt ihr, haben wir die gezeigt? Doch, ne? Das, wo die Louis war, ja, glaube ich, drauf. Aber wir wollen ja eine andere Farbe. Genau, eine andere Farbe in Blau. Petrol. Grün würde ich auch ganz cool finden, aber du bist eher für Blau. Petrol ist das ja, das ist ja so ein ganz helles Blau, ja, ne? Nee, das ist eher so, oder so, keine Ozean, Ahnung, Türkis, ein bisschen dunkler Türkis. Ich denke, das wird schön. Ich gehe jetzt hoch und messe mal aus, weil wir hätten gerne zwei Stück davon. Und dann kann man die bestellen. Das dauert 3 Wochen. 3 Wochen, ja, ne? Fandst du lang, oder? Viel zu lang. Aber gut ist so. Ne? Nee. Die, nee. Wir gucken nochmal online, ne? Ja, aber ich meine, kannst ja nichts ändern. Nee, das nicht. Online. Doch, man konnte das da bestellen, dass es nach Hause kommt. Komischerweise ist es dann kürzer, die Wartezeit, aber du zahlst irgendwie noch Versand und alles drauf. Total komisch. Achso, und dann habe ich ja erzählt vorhin, wir haben was gekauft und zwar ist es etwas, was ich schon länger gesucht habe und das war echt krass. Ich stand davor, der Gianno, der wollte ja noch Pipi machen, ne? Ich stand davor und dachte mir, ich glaube, die würde perfekt passen. Umso näher ich kam, ich war schon am Paket so am Greifen,
war quadratisch und dann haben wir doch unsere Rund entschieden. Holst du die? Ja, Rund ist schöner. Holst du die? Ja? Liegt ja auf dem Tisch. Hast ja nicht so einen weiten Weg. Und zwar ist es eine Lampe. Ich glaube, das ist eine Deckenlampe. Kann man beides benutzen. Ja, kannst du auch auf dem Boden benutzen. Kannst du ja immer benutzen, auch seitlich. Muss ja nicht für den Dicke. Klar, nee, aber ich meine, eigentlich wäre das Paneelleuchte. Im Laden waren die auch seitlich. Denn ich, das Licht ist wieder komisch. Ja, weil die da alle so komisch hangen. Also, ja. Ne, an der Wand. Zeige ich euch sofort. Kannst ja auspacken, weil die sieht ja so in echt nochmal anders aus, bisschen. Ja. Ich habe nämlich noch eine gesucht. Also die kommt da, wo die Treppen sind. Die Treppe ist ja schon schmal genug, ne? Das heißt, wir brauchen eine Lampe, die auch recht dünn ist, also von der Tiefe, ne? Schmal ist. Und wir haben echt viel geguckt online und so. Ja. Wir haben nichts gefunden. Und diese, die hat keine 3 cm. Die ist noch schmaler. Ja. 2,6 oder was? Das stand perfekt. Da irgendwie. 2,8 cm. Genau. Ja. Hätte ich mir zwar ein bisschen kleiner gewünscht, ja, weißt du? Aber du hast sie ja schon dran gehalten, ne? Die ist perfekt, ne? Würde ich schon sagen. Lass uns mal gucken wegen den Kabel und alles. Ja. Haben wir ja vor Ort geschaut, ne? Wie man das Ganze anbringt. Ach, guck mal, du machst ja, das. Ja, das ab. Dreht man. Das ja. Kommt dran. Ach, guck mal hier, das Kabel ist ja schon hier drin. Das heißt, man muss nur das anklipsen sozusagen. Ja. Okay, das ist eigentlich ganz easy, ne, würde ich sagen. Hier die Schrauben. Was ist das? Was ist das denn? Die Kabel da durchzuziehen oder sowas. Ach so, damit das da durchgeht. Ja, das ist wahrscheinlich das. Hier. Da ist so eine Anleitung mit dabei. Hat der Carlitos heute noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja. Kann ich machen. Dann haben wir noch nach Teppiche geguckt. Da waren so ein paar. Aber die waren alle zu klein. Also wir haben nach runde Teppiche geschaut. Und ja, die waren alle zu klein und zu flauschig, ne? Ich wollte das nicht zu flauschig haben. Jetzt überlegst du, wie das jetzt funktioniert, oder was? Nee. Ist alles dabei, was du brauchst? Es steht alles bei, was du wissen musst? Da, wie kommen wir hier durch? Da kann man nichts falsch machen. Ja, das ist wahrscheinlich viel easy peasy. Ja, aber ich kann das ja schon, die Kabel, die da sind. Ja. Also braucht man das nicht. Dann gehe ich jetzt mal hoch, guck mir das an, damit man so schaut. Machen wir das, dann kommen die hier so rein. Also wir bestellen sehr wahrscheinlich 2. Und wenn diese 2 da sind, dann zeigen wir euch auch nochmal, wie es oben ausschaut. Na, weil ich wollte das Video jetzt hier beenden. Ja, okay. Na, dann zeigen wir das auf Instagram ja sowieso noch. Und mega cool, dass wir diese Lampe gefunden haben. Ja. Weil das sieht einfach nicht aus. Ich zeige euch die Ecke, bevor ich das Video beende. Das sieht einfach nicht aus, weil da einfach diese Kabel raushängen und ist wirklich nichts. Also, na, hier ist die Treppe. Ich drehe mal die Kamera um. So, und seht ihr das? So da dran. Was da raushängt. Kabel hier durch. Genau, das soll da dran. Und da ja hier ja gar nicht so viel Platz ist, muss das sowas Dünnes sein. Ich glaub, sonst kriege ich noch einen Stromschlag hier. Willst du es nicht komplett ausmachen? Aber ich sehe ja jetzt schon, das sieht wirklich perfekt aus, ja, ne? Ich pack dich hier so alles durch. Dann wird das Ganze erstmal angeschraubt, ja, ne? Dann schraube ich das hier festgemacht. Ich könnte vielleicht sogar den einen Dübel hier weiter nutzen, ne? Habe ich mir eben schon gedacht. Den hier können wir nutzen, den anderen ja? Nicht. Richtig gut. Ja. Dann zeige ich euch demnächst, wie das ausschaut, wenn wir es angebracht haben. So. So, dann drehe ich die Kamera jetzt nicht. Eine Schraube. Bumm, ich lasse die so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Der Kalin ist jetzt nicht nur Quatsch. Tschüss.